So Leute, ich zeige euch jetzt endlich meine neue Wohnung und wie wir alles eingerichtet haben und wie es jetzt aussieht. Und zwar beginnen wir hier im Schlafzimmer. Und zwar haben wir ein Himmelbett gebaut. Und zwar sind das IKEA-Vorhänge. So Leute, wir bauen ein Himmelbett. Und zwar ganz einfach. Wir haben hier vier Holzstäbe aus dem Baumarkt. Und in diese vier Holzstäbe haben wir, also in zwei haben wir jetzt Löcher so gemacht, mit Dübel auf beiden Seiten. Und die zwei anderen Holzstäbe müssen wir jetzt an den Holzstäben hier befestigen. So, und jetzt machen wir Löcher hier rein, in die anderen zwei Stäbe. Und darin befestigen wir Schrauben. Und zwar machen wir die Löcher jetzt seitwärts rein und nicht von hier vorne. Wir haben jetzt die vier Stangen zusammengebaut zu einem Rechteck und haben jetzt das Ganze zusammengeschraubt und noch mit Holzleim verklebt. Jetzt lassen wir das trocknen. So, jetzt binden wir hier so Seile vom Baumarkt um die Ecken, um das Gerüst zu stabilisieren und auch etwas zu verzieren. Und ich habe hier ein paar Vorhänge von IKEA gekauft. Beziehungsweise 5 Paar, für jede Stange ein Paar und dann noch ein Paar, um über alles rüber zu hängen, und die nähe ich jetzt zusammen. Ganz simpel von Hand mit dem Faden. Oh, und hier kann man die Vorhang, Schlaufen, die hier angemacht ist, einfach wegnehmen, indem man die Naht aufmacht. Um das noch ein bisschen genauer zu erklären, ich habe hier mit einer Stoffschere eine kleine Öffnung hier vorne gemacht und reiße hier diese kleinen Nähtchen auf und dann den Schienenteil, oder wie sagt man dem? Naja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, entfernen kann. Und in der Zwischenzeit fixiert Liridon die Vorhänge an die Stangen. So, und ich habe aus einem alten T-Shirt solche Stoffschnüre rausgerissen. Und mit denen befestigen wir hier jetzt die Vorhänge an den Stangen. Und das geht super, denn die Vorhänge haben hier so eine Schlaufe und dann kann man das hier super reinfädeln und rumbinden. Perfekt. So, ich habe die zwei Vorhänge zusammengenäht. Hier sieht man noch die Naht ein bisschen. Und hier haben die jetzt so über das Gerüst gelegt und nähen sie an vier Punkten noch zusammen. Jetzt müsst ihr so Löcher in die Decke bohren. Und dann nehmt ihr solche Häken vom Baumarkt und Dübel und macht die da rein. Ganz einfach. Und jetzt haben wir das so an der Decke befestigt. Mit einem Seil aus dem Baumarkt. Und dann sieht das am Schluss so aus. Mega schön. Also mir gefällt es richtig gut. Ich bin super zufrieden. Man benötigt wenig Material und es ist auch günstig. Und man kann eigentlich beliebig alles so einstellen, wie man es möchte. Und sieht halt toll aus, wenn die Vorhänge geschlossen sind. Aber es sieht auch cool aus, wenn man die so zusammennimmt auf der Seite. Und übrigens haben wir diese Vorhänge hier von IKEA verwendet. Die heißen Leongap. Und die sind 100% aus Leine. Was dann halt dieser wunderschöne Effekt gibt, dass man noch ein bisschen durchsieht. Aber trotzdem sind sie schön weiß. Aber natürlich könnt ihr alle möglichen beliebigen Vorhänge von IKEA verwenden. Es geht super einfach. Also auch für Kinderhimmelbetter kann man auch Farbene verwenden oder was man möchte, auch Muckennetze kann man natürlich verwenden, die gibt es ja auch bei IKEA. Ja, es ist einfach super praktisch, wenn man Vorhänge verwendet, weil dann ist diese Vorrichtung hier schon vorhanden und man muss da nicht noch etwas einnähen. Ja, ich hoffe, meine Wohnung gefällt euch und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und Ideen
geben und ja. Tschüss.